Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dice Sphere Program. Wir haben im letzten Part den Ring fertiggestellt und jetzt haben wir wirklich das Problem, ich habe das nochmal nachgelesen, wir können hier jetzt nicht mehr bauen. Ja, also es bringt jetzt gerade nicht mehr. Mehr können wir jetzt nicht machen und wir können es damit jetzt auch nicht, wir können auch die, damit die, wir haben jetzt das Grundgerüst einmal, zumindest auf einem Ring, aber wir können die Schellen noch nicht bauen. Ja. Weil wir das erst upgraden müssen und dafür brauchen wir diese Forschung. Dafür brauchen wir 2000 von denen, die halt sehr teuer sind, leider. Das ist halt ist momentan unser Problem. So, das heißt, wir brauchen wieder da Matrix Lab. Wir machen einfach mal 4 Stück, weil allzu viel werden wir eh nicht brauchen, weil, naja, kann froh sein, wenn wir sich das überhaupt einmal irgendwie leisten können. So. Wollen wir das dann hinbringen am besten? Die brauchen halt Quantenchips und Graviton Lens. Gut, dann müssen die Graviton-Linsen hierher. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz so einfach. Okay, jetzt kommt hier wieder einiges an Deuterium an mittlerweile. Gerettet jetzt da. Es sind noch genügend Magneten hier. Naja, gerettet nicht, aber wir haben es offensichtlich noch so halbwegs verhindert, dass wir jetzt wirklich viel zu wenig produzieren. Problem ist halt, wir haben nach wie vor zu wenig Deuterium. Viel zu wenig. Halt 10 Stück für jede Linse. 10 Stück für jede Linse, nachdem wir 2000 solche Forschen brauchen. Also wir brauchen 20.000 Deuterium dafür. Was eine ziemliche Nummer ist. Und naja, okay. Gut, was wir machen können, wir können das hier mal verringern und sagen, bitte nur so viel. Damit die hier dann mal mit der Zeit das aufhören zu produzieren ein bisschen und dann mehr Deuterium für sonstiges übrig bleibt. Aber wir haben schon wieder Wasserstoffmangel. Und da kommt Gott sei Dank kontinuierlich was an. Aber, naja, wir haben halt nur diese zwei Ölverarbeitungen. Nee, wir haben noch eine dritte Ölverarbeitung. Was ist denn das? Überhaupt nichts recht. Noch immer nicht. Noch immer Navigationsprobleme. Da kommt die Säure her. Na, genau. Und was machen wir hier mit dem ganzen Wasserstoff, der hier produziert wird? Okay, die machen hier gar nichts. Also der ganze Wasserstoff
kommt eh hier lang. Wird eh hier zugeführt. Aber es ist halt leider so gut wie gar nichts, was da ankommt. Oh, von hier kommt auch viel weniger, weil das Öl hier voll ist. Wir brauchen also mehr Storage für Öl. Weil hier ist nämlich jede Menge Rohöl jetzt übrig. So, nur mal rein damit. Damit wird hier wieder produziert und es kommt wieder ein bisschen mehr Wasserstoff an. Das hier ist eh schon eine gute Produktion, aber... Naja, ne? Wir produzieren hier eh brav. Liefern jetzt auch wieder zumindest ein bisschen Wasserstoff. Ja, wenn auch nicht viel, aber besser als gar nichts, ne? Aber hier ist nach wie vor Deuterium-Mangel und ja, wie viel speichern die hier? Gar nichts. Okay, hier wird schon voller. Das ganze Förderband ist voll bis auf den hier. Ich frage mich, ob das schlau wäre, diese Fractionator zu bauen. Weil die das immer 1 zu 1 umwandeln. Ich habe die Befürchtung, das wäre nichts. Vor allem, weil die auch viel Energie brauchen. Die hier brauchen 12 Megawatt. Und die brauchen, okay, die brauchen nur 720 Kilowatt. Aber sie brauchen wahnsinnig viel Platz. Vielleicht bauen wir die wieder. Wir haben nur 4 von denen. Ich denke mal, wir bauen vielleicht doch ein paar, um effizienter noch an Wasserstoff ranzukommen. Wenn es ja schon auch nicht viel ist, ja, was der produziert, so ist es zumindest etwas. Weitere. Why not? 14 Stück, die uns hoffentlich wenigstens ein bisschen mehr bringen. Wasserstoff haben wir ja hier schon. Da haben wir noch einen Abzweig. So, wir sind ja da sehr speziell in ihrer Arbeit. Ich fürchte, die können wir so gar nicht bauen. Was sagt die Zeit momentan? Okay, gerade mal Halbzeit. Okay, wir machen das anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ich bin ja so schlau. Wobei, es wird funktionieren, also. Das ist nicht das Problem, aber leibernd ist das natürlich nicht. Nämlich ungut anzuschließen, weil die können wir nicht über einen Sorter versorgen. So, dann müssen wir ihn anders versorgen. Dann müssen wir ihn direkt da reinpflanzen. Ich kann da irgendwas anderes. Idle, no power. Ja. Schön, ne? Ach komm. So, nun. Was kommt da raus? Hä? Ich raff das gerade nicht. Okay, es funktioniert auf jeden Fall so. Also, und es funktioniert wohl auch nur damit, also. Ja, aber. Hä? Ist das woanders? Ist der Input woanders oder? Man steht ja nicht da. Ja, du siehst ja nicht. Hey, da ist Input und da ist Output. Wollen wir den Input woanders hinmachen, oder wie? Ja, der Input ist woanders. Ist ja sehr schön. Ist ja wirklich wunderbar. Ich sag's euch, mir geht das so am Arsch. Ich weiß nicht, warum man das so bescheuert macht. Jetzt mache ich ja wieder was Bescheuertes offensichtlich, ne? Hallo, baust du den Scheißdreck daher, bitte? Also, dann fällt mir gerade auf, das bringt doch gar nichts, oder? Haben doch eher einen maximal Durchsatz. Den kannst du gleich mit einem blauen Förderband auch versorgen, oder? Oder täusche ich mich da? Wir werden sie sehen. Wir werden es ja sehen. Platz für den. Ach Gott. Komm her damit rein.
So. So, aber jetzt haut es dann hoffentlich hin. Okay, sie arbeiten wenigstens mal. Und zwar alle. So, wo kommt jetzt Wasser raus? Und wo liegt bitte noch was rum? So. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass das Ding nicht funktionieren wird? Zumindest nicht so wie erhofft. Aber der, weil der ansteht.
Das müssen wir anders zurückführen, offensichtlich. Ach, komm. So. Versuchen wir es mal so. Okay, jetzt kommt gerade wieder sehr viel hier an. Ich fürchte, das wird nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Aber wir werden es ausprobieren und ja. Vielleicht haben wir Glück und vielleicht haben wir auch nicht Glück. Ganz einfach. Natürlich funktioniert das nicht. Ich werde aber mal googeln, wie man die am schlauesten einsetzt. Ja, ganz ehrlich, ich finde die irgendwie sehr, sehr strange. Ja, gut. Oh Mann. Der Part ist dann ja auch wieder zu Ende. Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.